Hallo, ich bin Philipp Haas von Investor Search und in diesem Video möchte ich ein relativ gutes Unternehmen aus einer aktuell unbeliebten Branche vorstellen. War schon mal eigentlich ein Liebling an der Börse, kam jetzt aber auch stärker runter, weil es einfach in der Chemiebranche und auch im ganzen Bereich Elektroauto viel Gegenwind gab. Aber sie sind in ihrem Bereich wirklich stark und führend. Es ist die belgische Umicore, die verschiedene Bereiche haben, aber eigentlich eine sehr grüne Chemiefirma sind, wenn wir auch gleich dazu kommen, was sie alles machen. Und die Aktie ist eigentlich jetzt, war mal bei 65 Euro, stark runtergekommen, hat jetzt ein KGV von 14 mit ein bisschen Schulden. Trotzdem, hier wurden früher 30er, 40er gezahlt, weil sie auch ein Weltmarktführer im Bereich Recycling sind, gerade dann auch im Recycling von Elektroautobatterien und auch in der Herstellung von Kathoden, was natürlich Zukunftsindustrien sind. Da gibt es ja auch Startups in dem Bereich, die sehr hohe Bewertungen haben, und sie machen das aber allerdings schon sehr, sehr lange, und das ist ein kapitalintensives Geschäft, wo man nicht unbedingt als Startup im Vorteil ist. Haben auch noch ein paar andere Bereiche, aber die Fantasie ist vor allem halt eben dem Recycling-Geschäft. Und es ist auch eine Möglichkeit, auf den Rohstofftrend oder auf diesen Sektor zu setzen mit einer technologischen Komponente. Deswegen noch ganz kurz der Hinweis, ich bin indirekt hier minimal über ein Wikifolio investiert. Daraus können sich Interessenskonflikte ergeben und das hier ist keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung. Der CEO ist Matthias Mietreich, der aus der Automobilbranche kommt, ist ein Deutscher beim belgischen Unternehmen. Sicherlich eher, sag ich mal, der typische Manager, wenig so der Visionär, auch noch relativ jung. Aber die Nähe zur Automobilbranche bringt natürlich auch was. Und wir sehen, es ist auch keine kleine Firma, 4 Milliarden Umsatz mit einer EBITDA-Marge von 25%, was zeigt, dass sie in einigen Bereichen durchaus sehr, sehr stark sind, mit einer starken Marktstellung, und es kein Commodity-Produkt ist, denn das ist für die Chemiebranche schon sehr, sehr viel. Hängt natürlich auch immer ein bisschen dann an der Rohstoffpreisentwicklung ab, und sie haben, wie gesagt, vier Geschäftsbereiche, wovon ich drei interessant finde. Das erste, Batteriematerialien, ja, damit kann man diesen Trend zum Elektroauto spielen. Das ist sicherlich spannend. Das dritte, Recycling, schon bereits angesprochen. Sehr, sehr nachhaltig, deswegen passt es auch gut. Das sind wirklich wohl nachhaltige Dentenstars, auch interessant. Weniger spannend langfristig sind Katalysatoren, das ist auch ein Thema bei BASF. Wenn alles Elektroauto ist, dann brauchen wir das nicht. Aber das wird noch viele Zeit funktionieren, dann muss man da auch nicht mehr so viel investieren, kann das als Cash-Cow nutzen, und dann gibt es noch den Bereich Spezialmaterialien, wo man halt in kleinen Nischen Rohstoffe anbietet. Es wird natürlich auch gefördert, dieses ganze Materialien-Geschäft, was auch kein Nachteil ist, hängt aber dann natürlich auch ein bisschen an den Preisen. Lithium ist sehr volatil, das soll sich, glaube ich, dann über die Jahre ein bisschen ausgleichen. Und der Verbrenner ist immer noch ein Wachstumsthema, das andere wächst natürlich stärker, aber sehen noch kein großes Schrumpfen. Das ist aber sicherlich etwas, was die Aktie auch ein bisschen belastet hat. Aktuell verdienen sie hier aber wirklich sehr, sehr gut. Wir sehen hier eine EBITDA-Marge von 24%, und man muss halt, wie gesagt, hier nicht mehr weiter investieren. Deswegen wird es dieses EBITDA dann auch immer profitabler. Das Spannende ist sicherlich das Recycling, wo sie halt im Bereich Batterien, aber zum Beispiel auch aus Handys oder anderen Sachen Rohstoffe rausziehen und natürlich dann davon auch profitieren, dass die Preise für Gold, Silber etc. ansteigen. Also das ist auch eine Möglichkeit, statt auf eine Mine hier auf einen Tech-Player zu setzen, wo man dann auch nicht das ganze Thema Nachhaltigkeit etc. hat. Gewinne waren in 23 rückläufig, sollte sich aber dann durch diese Metallpreise in 24 verbessern. Und auch wenn die Zinsen fallen, sollte es ihnen helfen. Also ich will nur einen kurzen Überblick geben. Es ist für mich halt von der Definition eine grüne Dividendenaktie oder nachhaltige Dividendenstars vom Geschäftsmodell, auch von der Nachhaltigkeit. Ist im Verhältnis zur eigenen Historie relativ günstig. Wir sehen in 2019, da wäre es mir zu teuer gewesen, war es KGV 36. Jetzt sind wir hier wirklich eigentlich unterdurchschnittlich zum Markt
für eigentlich ein spannendes Zukunftsthema, was dann auch mal Hype-Potenzial hat, wenn man sich die Bewertung von solchen Elektrobatterien-Startups anschaut. Denn das wird natürlich auch nochmal ein großes Thema, wenn dann langsam die ersten Elektroautos recycelt werden oder diese ganzen Produkte, ist es natürlich ein explosiver Wachstumsmarkt, was, glaube ich, dann halt die nächsten Quartale und Jahre mehr kommen wird. Und da sind auch die Eintrittsbarrieren relativ groß. Weil wenn ich das halt schon seit vielen, vielen Jahren mache, da habe ich natürlich dann ja die Prozesse und die Technik und die Patente, da wird sich, das glaube ich, das ein oder andere Startup da auch schwerer tun. Die sind eigentlich ganz gut positioniert, aber das ist natürlich eher so eine defensive Aktie, wo es auch noch eine ordentliche Dividende gibt, die, glaube ich, aber aktuell nicht überbewertet ist und die man, um das Thema zu spielen, ein bisschen zur Beimischung machen kann. Kennt jemand die Aktie? Hatte jemand? Gerne kommentieren. Wie gesagt, war nur ein kurzer Überblick. Ansonsten danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Die Investmentprodukte von mir sind unten verlinkt. Ciao!